wirklich bewegt und er hat auch eine bewegende Rede gehalten, die sich ja auch vielen Hoffnung gemacht hat. Und wir hören ihm jetzt noch mal kurz zu. Since I've been president, this is the fourth time we have come together to comfort a grieving community torn apart by mass shootings. Fourth time we've hugged survivors. The fourth time we've consoled the families of victims. And in between, there have been an endless series of deadly shootings across the country, almost daily reports of victims, many of them children, in small towns and in big cities all across America. Victims whose, much of the time, their only fault was being in the wrong place at the wrong time. We can't tolerate this anymore. These tragedies must end. And to end them, we must change. We must change, das große Wort von Obama, ja, dieses Change, es muss sich etwas ändern. Die Frage ist, was? Und da gehen die Meinungen auseinander. Die Vertreter der Waffenfreunde sagen nämlich, ja, es muss sich etwas ändern, es müssen mehr Waffen her. Mehr Waffen wären die Lösung gewesen. Hätte die Direktorin der Grundschule ein Sturmgewehr in ihrem Büro gehabt, hätte sie den Täter töten können. Ex him, sagte der republikanische Abgeordnete dazu im Fernsehen wörtlich. Viele hoffen aber auch wirklich, dass der demokratische Präsident dieses Mal strengere Waffengesetze einbringen wird. Seine Rede kann man ja auch so deuten. Viele zweifeln aber auch daran, dass das allein die amerikanische Welt sicherer machen wird. Denn man fragt sich ja schon, selbst wenn jemand eine Waffe besitzt, warum schießt irgendein Mensch auf dieser Welt auf 6- oder 7-jährige Kinder einfach wahllos ein? Lassen Sie uns versuchen, darüber zu reden. Tote Kinder in Newtown, kommen nun wirklich strengere Waffengesetze. Und nützt das noch was bei 300 Millionen Pistolen und Gewehren in amerikanischen Privathaushalten? Ja, und was würde denn irgendetwas nützen? 00800-2254-2254, das ist unsere Nummer hier. Sie können jetzt hier anrufen, wir diskutieren. Joachim Frank ist jetzt am Telefon. Herr Frank, schönen guten Morgen an Sie nach Karlsruhe. Ja, guten Morgen, Frau von Werra. Guten Morgen. Ich denke, es ist vielleicht, falls gerade am Anfang so, vielleicht kriege ich von Ihnen die Zensur Thema verfehlt. Ich denke, unser Fokus ist völlig falsch. Wenn man sich überlegt, es sind jetzt 20 Kinder und 6 Erwachsene oder 7 Erwachsene gestorben. Mhm. Es sterben im Jahr 30.000 an Schusswaffen in Amerika. Mhm. Also durch andere, aber auch durch Schusswaffen, also keine Amokläufe. Heute sind in Afghanistan 10 Mädchen gestorben, weil sie auf eine Mine gehauen haben. Ich weiß nicht, ob Sie es gehört haben. Ja, ja, sicherlich. Es geschehen so viele. Ich erwähne nicht die 20.000 Kinder, die laut UNO jeden Tag sterben. Das erwähne ich gar nicht. Es ist so viel. Syrien ist nach hinten gerückt auf Seite 5 in den Zeitungen. Es geschieht so viel. Es kann nicht sein, dass wir wirklich trauern. Und dass das alles so furchtbar schlimm ist, obwohl das jetzt pervers klingt, weil für die Familien, für die Betroffenen ist es natürlich schlimm. Aber von der Zahl der Toten her ist es sehr wenig. Und warum interessiert uns das so? Warum hängen wir dem so nach? Ja, vielleicht, weil es so... Das Ausrasten, das haben Sie vorhin sehr richtig in der Einleitung gesagt. Warum schießt jemand auf Kinder? Das ist das, was interessant ist. Ja, weil es so wahnsinnig sinnlos ist. Ja, ich meine, ja, viele der Tote, die Sie jetzt gerade beschrieben haben, sind sinnlos, aber das ist ja so unfassbar. Ja. Ja, und vor allen Dingen sehen Sie das jetzt mal mit diesem Attentat in Bonn, wo diese, was misslungen ist zum Glück, wo man auch sagen kann, ja, wieso stellt einer eine Tasche mit Sprengstoff auf dem Bahnhof, auf den Bahnsteig und will die dann zünden? Da sagt man dann, ja, ist das sinnvoller? Das ist gar nicht sinnvoll. Also ich finde, wir sollten irgendwie mal den Fokus ein bisschen anders setzen und mal generell fragen, was überhaupt los ist. Weil die Zahl der Toten, ich habe heute gehört, ja, schon 47 Tote durch Amokläufe in den USA dieses Jahr im Verhältnis zu den 30.000. Wenn man nur mal die Schusswaffen in den USA nimmt, ist das ein 800stel oder ein 600stel oder so. Ja. Obama hat diese Toten ja auch selber angesprochen, dass jeden Tag da jemand an Schusswaffen stirbt und dass es eben so nicht weitergehen kann. Ich glaube schon, dass es noch einen Unterschied gibt zwischen so einem versuchten Bombenattentat, weil auch wenn wir es nicht nachvollziehen und schon nicht verstehen wollen, also dann hat das für denjenigen, der es tut, irgendeinen Sinn. Auch einen Sinn. Für diesen 20-jährigen Lancer, oder wie der heißt, hat das ja auch einen Sinn. Der geht ja nicht
wie ein Schlafwandler da in die Schule. Der hat irgendeinen perversen Sinn in dieser Sache. Mm. Und das ist das, was uns so aufmüpfig macht. Weil wir verstehen es natürlich nicht mit dem Islam, das haben wir uns mittlerweile daran gewöhnt, mit extremen Islamisten, dass die offenbar da einen Sinn drin finden. Mm. Aber das ist eigentlich genauso pervers. Mm. So, Sie sagen, wir sollen den Fokus verschieben, aber wohin würden Sie den jetzt verschieben? Was ist dann die Konsequenz? Wo würden Sie sagen? Also der Mensch ist ein, ja, irgendwie noch ziemlich im Baum hängendes Tier mit ziemlich perversen Neigungen zum Teil. Das sieht man ja rundum. Ich meine, da brauche ich nicht lange auszuholen. Und irgendeiner dreht irgendwann mal irgendwie durch. Wir müssen gucken, dass wir die Gefahr, ich nehme mal das Beispiel 9/11, da haben relativ wenige Leute relativ viel Schaden angerichtet. Oder stellen Sie sich vor, so ein Amokläufer könnte in einem, was weiß ich, in einem Atom-U-Boot irgendwie die Leute überwinden. Gibt es ja genug Filme. Ich denke, wir müssen verhindern, dass Dinge, die wirklich riesige Sachen auslösen können, dass die überhaupt zugänglich sind für potenziell Menschen, die durchdrehen können. Mhm. Also Kernkraftwerke oder was weiß ich. Das wird ja zunehmen. Weil das zieht ja durch die Medien, also nicht durch, das ist jetzt keine Schuldzuweisung, einfach durch die Medialität, durch die Verbreitung, dieses World Village, was wir haben, zieht das ja auch jede Menge Trittbrettfahrer nach sich. Mhm, gut, verstehe, aber Sie meinen wirklich, also dass man die Aufmerksamkeit mehr auf diese Großereignisse lenken sollte? Und wir müssen verhindern, dass das durchdrehende, ausrastende Menschen über eine Hebelwirkung sozusagen, wir haben das ja nicht nur im Finanzwesen, die Hebel, fürchterlich viel mehr Schäden anrichten können. Ich meine, klar, man sieht es jetzt, ein Amokläufer mit einem Messer kann nicht so viel Schaden anrichten wie ein Amokläufer mit halbautomatischen Waffen. Richtig. Deshalb, die werden natürlich auch verboten werden wahrscheinlich. Nur nützt das nichts, weil es sind ja genug schon im Umlauf. Mhm. Ja, eben wie gesagt, 300.000 Gewehre und Pistolen im Privathaushalt in Amerika. Das ist ja nur eine geschätzte Zahl. Joachim Frank, ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihren Anruf. Gut. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss. Martin Macker jetzt am Telefon. Herr Macker, guten Morgen an Sie. Ja, wunderschönen guten Morgen, Frau van Bebber. Also zum einen fällt mir da der gute Kurt Tucholsky doch ein, solange es noch Schlachthöfe gibt, wird es Schlachtfelder geben. Außerdem Brad Pitt, der meint, in seiner DNS ist Gewalt und Bewaffnung eingebaut. Das ist ja historisch auch insoweit richtig, dass Amerika überhaupt auf Gewalt aufgebaut ist. Und wenn man den Fokus mal verschieben will, dann kann man aus der sogenannten indianischen Bevölkerung sagen, dass mit dem Betreten Kolumbuses der Erste Weltkrieg angefangen hat, weil von 60 Millionen Menschen haben sie dann 800.000 übrig gelassen. Aber dann ist ja die in Europa auch Gewalt in der, also das ist ja dann in Europa nicht anders. Sind wir im alten oder im neuen Europa? Egal. Naja, dann können Sie auch bei der Galle eintreten. Nein, mal ernsthaft. Ich würde diese eine demokratische Frau aus dem Repräsentantenhaus, die hat sich ja auch, es zerreißt einem ja das Herz und ich kann da jede Träne voll verstehen, die hat ja gesagt, also das geht nicht so weiter und ich als Frau würde einfach eine Kampagne organisieren, No Law, No Sex. So, und wenn die Männer vom Sex abgeschnitten werden, weil die Macht der Männer ist die Toleranz der Frauen. Das war auch mal ein sehr sinnvoller Titel eines Filmes von Margarete von Trotter. Aber dann würden Sie ja voraussetzen, dass es was bringt, wenn man das Gesetz ändert. Also wenn Sie jetzt aber sagen, Gewalt und Bewaffnung ist in der DNS verankert, also gehört zum Menschen, zumal dem amerikanischen Menschen dazu, dann ist ja egal, was die Gesetze da sagen. Wer setzt sie um? So, Recht haben und Recht bekommen. Also es gab ja in Afrika genug Kampagnen, wo man einfach der Bevölkerung Geld gegeben hat oder irgendwas anderes, Waffen gegen Geld. Auf der einen Seite ist das ja für mich auch irgendeinen Wert, eine Waffe zu haben. Und erst neuerdings in der Zivilgesellschaft gehen Sie in den Jemen, da gehören Sie als Mann gar nicht zur Gesellschaft, wenn Sie nicht mindestens 5 Waffen zu Hause rumliegen haben, nicht wahr? Da muss auch einfach eine interne Opferbereitschaft sein, weil ansonsten ich als Waffenhändler sage, jeder zwölfte Mensch auf der Schusswaffe, jeder zwölfte Mensch auf der Welt hat eine Schusswaffe. Welche Konsequenz hat das für mich? Ja, wie verkaufe ich den anderen 11 eine? Ist ganz klar, dass Sie das Interesse da haben, das ist ja klar. Also
Und die sagen auch, solange ich nicht bewaffnet bin, schauen Sie sich da mal von der National Rifle Association die Videos an, solange ich keine Waffe habe, bin ich wehrlos, ja. Ich glaube auch, dass sie das wirklich, dass viele das wirklich so empfinden. Das ist so, glaube ich, ganz ernsthaft gesagt. Das ist gar nicht so. Ich meine, innerhalb der Logik des amerikanischen Systems sollten sie alternativ, wenn sie keine Waffenbegrenzung, wenn sie meinen, sie müssen das haben, dann können sie doch Selbstschussanlagen in den Schulen einbauen. Weil der Typ ist ja gewalttätig. Nachdem er seine Mutter, die auch eine Waffennäherin war, erschossen hat, ist er dann eingedrungen. So, und wäre dann eine perfekte computergesteuerte Selbstschussanlage unterwegs gewesen, dann hätte sich die Direktorin nicht bewaffnen müssen und man kommt im Fiskalkliff, das ist ja jetzt auch das nächste zentrale Thema, deutlich näher, weil dann kann man Verträge machen, dann kann man Hoffnung begründen und so weiter und so fort. Also das ist eine Perversität, das ist ein komplett anderer Planet, der mit dem alten Europa und in dem befinden wir uns ja überhaupt nicht vergleichbar ist. Martin Macker, danke Ihnen für den Anruf. Gerne. Tschüss. Tschüss. Tote Kinder in Newtown, kommen jetzt strengere Waffengesetze und wenn sie denn kommen, was nützen sie? Was ist Ihre Meinung? Renate Hinrichs am Telefon. Frau Hinrichs, schönen guten Morgen. Ja, schönen guten Morgen auch in die Runde. Also ich bin der festen Überzeugung, dass unsere westliche Gesellschaft, die von den USA geprägt wurde, schwer krank ist, vielleicht sogar unheilbar. Unser amerikanischer Freund, der oft in dieser Sendung anruft, warnt Deutschland immer wieder davor, den USA nachzueifern. Ich selbst werde immer wieder darin bestätigt, dass Deutschland zu seinem Schaden heute kaum noch eine Kulturnation ist, sondern eine Wirtschaftsmacht, die bereits Angst und Schrecken in Europa auslöst. Und was ist das für eine Art Krankheit, Frau Hinrichs? Was glauben Sie? Ja, ich habe es ja gerade erklärt. Wir sind schon kaum noch als Kulturnation zu bezeichnen. Bei uns steht genau wie in den USA, also die USA waren unser Lehrmeister. Wirtschaft, 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 Geld, 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 verdienen um jeden Preis, auch um den Preis der eigenen Würde. Aber Sie meinen, und diese Grundhaltung führt dann in direktem Weg zu solchen Amokläufen? Ja, also Gier und Rücksichtslosigkeit, die greifen ja immer mehr um sich. Und die Folge sind Verzweiflung und Ausweglosigkeit. Das war bei diesem jungen Mann wahrscheinlich auch so. Sein eigenes Leben schien ihm nicht mehr wert und das Leben der anderen auch nicht. Und also ich muss sagen, ich hoffe, dass Obama mit dem Wort Change mehr gemeint hat, als dass die Waffengesetze geändert werden müssen. Aber ob er das schafft, diese Wirtschaftsmacht in eine menschlichere Richtung zu bringen, da habe ich doch große Bedenken. Also wir in Europa, wir hätten noch eine Chance zu einem solchen Change. Denn der Mensch ist nicht nur der Feind des anderen, sondern wir sind genauso gut auch darauf angelegt, einander zu helfen, uns freundschaftlich und liebevoll zu begegnen. Warum werden diese Anlagen in uns nicht gestärkt? Gut, also Sie sagen, muss sich mehr ändern, als einfach nur Waffengesetze zu ändern. Das allein wird es nicht bringen. Es geht da um eine Lebenshaltung, Frau Hinrichs. Danke Ihnen ganz herzlich für Ihren Anruf. Peter Metzger, guten Morgen an Sie nach Geislingen. Hallo. Guten Morgen. Also ich möchte erst mal sagen, wie erschüttert ich eigentlich darüber bin, dass das passiert ist. Da spaziert einer in so eine Schule rein, wenn auch mit Waffengewalt, ja, und bringt einfach ganz gezielt Kinder um. Das finde ich schon schlimm. Also ja, das ja. Aber ich muss leider sagen, dass es die Waffengesetze nicht ändern werden. Weil
schlicht und einfach, die Waffen sind ja schon da. Ich glaube, wenn ich das so richtig irgendwann mal gesehen, ist wahrscheinlich so, dass auf eine Waffe legal eine illegale Waffe kommt oder wahrscheinlich noch mehr. Mhm. Also die Waffen sind ja schon da. Was fehlt, sind die moralischen Werte. Die fehlen. Dass jemand noch, obwohl sie das Christentum immer hochhalten, keiner darauf kommt, dass uns Gott ja 10 Gebote gegeben hat, wo das 5. Gebot sagt, du sollst nicht töten. Das fehlt, das geht kaputt. Und das geht auch bei uns kaputt. Und das hat auch was mit den Medien zu tun, weil die Medien die Gewalt verherrlichen. Guck jetzt in meinem Fernsehen rein, gerade jetzt im Augenblick, da kommt ein gewalttätiger Film nach dem anderen. Irgendwo habe ich jetzt gelesen, dass es in der Weihnachtszeit 45 Tote gibt im Fernsehen oder sowas. Das ist doch schlimm. Aber glauben Sie wirklich, dass sowas, solche Filme oder irgendwie sowas... Masse das macht, wenn Sie das ganze Zeit, wenn Sie die ganze Zeit serviert kriegen, in jedem irgendwo, wo Sie hingehen, in jedem Kino und so, das wirkt sich schon auf den Kopf drauf aus. Und ich denke auch, da gibt es auch wissenschaftliche Untersuchungen, die das sagen. Der Herr Pfeiffer hat es mal gesagt, oder Pfeiffer heißt der. Ja. Es gibt zu allem auch gegenteilige Untersuchungen, dass es keine Auswirkungen hat, auch wenn man solche Computerspiele spielt, dass es einen nicht dazu bringt, jemanden jetzt umzubringen. Ich habe den Eindruck gehabt, das waren oft einfach von Leuten, die das selber spielen. Und ich merke es auch ganz ehrlich, wenn ich Interviews von Computerleuten bei euch höre, gell? Sobald die angegriffen werden, gehen die auf eine Verteidigungsposition. Die hören nicht mehr dran, haben die Recht, haben die Unrecht. Gut, also Sie sagen da, ja, was ist die Konsequenz? Also weniger Gewalt im Fernsehen beispielsweise oder Kinofilmen. Ja, warum nicht? Und was jetzt Amerika betrifft, ich finde auch, dass die diese Waffenvereinigung, dass man die schlichtweg auch zur Kasse bitten muss. Weil wenn die sagt, das kostet mich Geld, die soll doch endlich mal anstatt lauter so Dummschwätzer dahinzustellen, auch mal sagen, ja, wir machen was. Ja, was denn zum Beispiel? Weil zum Beispiel, Anti-Gewaltprogramme mit, also alleine, eigentlich müssten die das alleine finanzieren, weil die genug Geld haben. Ach, ich glaube, das würden die sogar machen, um sich noch einen besseren Ruf zu verschaffen. Geld genug haben die. Entschuldigung, den Leuten schlicht und einfach mehr Bewusstsein im Umgang mit der Waffe beibringen, weil die Waffen sind ja da. Das wird sich nicht ändern. Okay. Sondern auch wissen, dass man auch sagt, damit sollst du niemanden umbringen. Gut, also Sie sagen, an dem Vorhandensein der Waffen kann man gar nichts ändern, aber man muss das Bewusstsein schaffen dafür, ja, was das für ein Ding ist. Peter Metzger, danke Ihnen herzlich für Ihren Anruf. Alfred Rekers jetzt in Münster am Telefon. Guten Morgen. Guten Morgen, Frau van Weber. Ich bin gerade ein wenig geschockt über die Naivität meines Vorredners, möchte aber... nehmen Sie es nicht persönlich, aber provozierend gleich mit meinem Einstiegssatz auf eine Frage zurückkommen, die Sie dem ersten Anrufer gestellt haben. Warum bringt ein junger Mensch 20 Kinder um? Und provozierend, nehmen Sie es nicht persönlich, aber ich sage Ihnen einfach mal, weil Sie darüber berichten. Weil ich halte das, diese Amokläufe an Schulen, und zwar nicht nur in den USA, auch hier in Deutschland, und ich habe mich auch schon zu den Themen gemeldet, als wir in Deutschland diese fürchterlichen Ereignisse hatten und Deutschlandradio zu meiner Erschütterung immer auch gleich dabei war, da massiv drüber Bericht zu erstatten und eben auch in dieser Sendung da eine Plattform zu bieten, zu der ich mich jetzt auch wieder melde, klar, okay, aber ich sage nur, als Antwort darauf, auf Ihre Frage, warum macht so einer das, ich bin kein Psychologe, aber mir ist völlig klar, dass es ganz arme junge Menschen sind, die einen Abgang suchen mit einem möglichst großen Echo. Also Sie meinen wirklich, es geht wirklich nur um diese öffentliche Aufmerksamkeit? Sonst wird er einfach sich selber die Pulsadern aufschneiden oder irgendwas machen. Das halte ich für völlig logisch. Und ein größeres Echo als bei dieser Katastrophe hat es noch nie gegeben. Aber würde er dann nicht... Ich prophezeie Ihnen und... fühle mich ganz schrecklich bei dieser Prophezeiung. Ich bin selber Vater von 3 Kindern. Ich prophezeie Ihnen, die Halbwertszeit, nein, nicht die Halbwertszeit, sondern die Frequenz der Wiederholung wird nach dieser Tat zunehmen. Aber ist der nicht mehr? Aber er hat sich ja selber umgebracht, also kann er dieses Echo ja, wenn, sonst müsste er es ja doch mindestens genießen wollen, ja? Nein, das ist ja falsch. Nein. Er möchte, also der hat mit seinem Leben abgeschlossen, war bisher ein Nichts, möchte
möchte aber der Nachwelt erhalten bleiben, wie, ja, als jemand, der bekannt geworden ist. Hm. Das hat also das hat nichts damit zu tun, dass er das selber noch genießen kann. Mhm. Und genau diesen Eindruck bekommen alle diejenigen armen Jugendlichen, chancenlosen Erwachsenen, die krank im Kopf sind und vielleicht mit so einem Gedanken spielen und sagen sich, wow, und sogar Obama und was da überhaupt los war. Oder hier in Deutschland, nicht nur die Bild-Zeitung, sogar Deutschlandradio berichtet darüber. Mhm. Also ich kann es Ihnen nicht wirklich vorwerfen, dass Sie darüber berichten. Das ist natürlich ein großes Thema und Sie brauchen auch Ihre Quote. Aber ich sage Ihnen nur, mit jeder Sendung, mit jeder Schlagzeile, mit jedem Auftritt von Politikern zu diesem Thema, selbst mit der Aussage dieses Vaters, aber Herr Rickers, wo ich so mit ihm gefühlt habe, der heute seine Tochter bedauert hat und der dann noch der Familie des Täters quasi sein Beileid zuspricht. Selbst der erweist der ganzen Geschichte einen Bärendienst. Reaktion darauf? Also erstens brauchen wir keine Quote, weil wir keine Werbung nicht werbefinanziert sind. Also es geht hier nicht um Quote machen, wenn wir dieses Thema machen, sondern es geht doch auch, das ist jetzt nicht, weil ich mich verteidigen muss, das ist ja wirklich so, dass, würden Sie jetzt wirklich sagen, man sollte darüber gar nicht berichten, man sollte, stellen Sie sich vor, sowas passiert in Ihrem Ort und guckt keiner hin. Denn zumindest die Reaktion, dass jemand Anteil nimmt, dieses Gefühl, da nehmen viele Anteil. Glauben Sie nicht, dass es auch irgendwie etwas Tröstliches hat? Wir nehmen natürlich. Wir nehmen alle Anteil. Und da sind, glauben Sie mir nochmal, wie gesagt, ich habe selber drei Kinder und ich kann mir wirklich, ich weiß nicht, ob sich hier überhaupt jemand vorstellen kann, wie schrecklich das ist, aber ich glaube, ich habe so eine Ahnung davon. Nur, ich muss dich nochmal wiederholen. Ich glaube, dass speziell diese Art von Tätern, es wurde ja hier über viele verschiedene Täter geredet. Also ich finde, sowas kann man zum Beispiel auch nicht vergleichen mit den Leuten, die da in die World Trade Center gefahren sind oder so. Ja. Die haben, die wollten nicht mediale Aufmerksamkeit, die war ihnen klar. Das war ein politischer Effekt, den sie bewirken wollten, den sie auch bewirkt haben. Aber speziell diese Gruppe von Tätern, schauen Sie sich das an. Die Amokläufe in Deutschland als auch die in den USA an Schulen, wo unschuldige Kinder getötet werden. Es geht nur um die mediale Aufmerksamkeit nach dem Ableben. Mhm. Dann müsste also jetzt Obama sich nicht hinstellen und sagen, wir wollen jetzt, Waffengesetze verändern oder sonst irgendwas, sondern sagen, was soll man da als Reaktion drauf sagen? Also ich bin natürlich dafür, dass die Waffengesetze in den USA verändert werden. Und diese Schwachsinnsaussage des Republikaners heute, hätte die Direktorin dann eine entsprechende Waffe gehabt, hätte sie ihn mit Kopf wegschießen können. Viel dämlicher kann man ja gar nicht sein, als diese so eine Aussage zu machen. Diese Waffenlobby. Mit seiner Logik ist das logisch. Und da ist viel entscheidender, dass wirklich, was Vorredner auch sagten, dass da jährlich 3.000-4.000 Leute durch Waffen getötet werden. Nur speziell bei dieser Amoklaufgeschichte geht es den Tätern um den posthumen medialen Nachhall. Der bewirkt Nachahmung. Mhm. Und das hoffen wir, werden wir nicht in der nächsten Zeit erleben, dass sich das bewahrheitet, Herr Rickers. Danke Ihnen ganz herzlich. Gerade dieses Riesenereignis, ich will es nicht aussprechen. Ja, ich will es nicht hoffen. Ich danke Ihnen für den Anruf. Ja. Ich bedanke mich auch. Danke. Tschüss. In Amerika gibt es auch viele, die sagen, genau deshalb versuchen wir zumindest seinen Namen nicht auszusprechen und um ihm nicht namentlich Ruhm und Ehre in Anführungszeichen zukommen zu lassen, sondern einfach nur von der Sache und von den Menschen und von der Trauer zu berichten, die das ausgelöst hat. Aber natürlich, alle kennen den Namen. Tote Kinder in Newtown, darüber reden wir, über die Frage auch, was sind die angemessenen Reaktionen darauf? Wir haben auch viele Anrufe auf unserem Anrufbeantworter bekommen und die hören wir uns jetzt an. Warum finden diese Amokläufe häufig in Verbindung mit Schulen statt? Das sollte mal untersucht werden. In Amerika wundert mich eigentlich gar nichts mehr. Das Land ist so verrückt und es wimmelt anscheinend dort von durchgeknallten Menschen noch mehr als in Deutschland. Und insofern ist ein Wunder auch, dass es da nicht viel mehr Amokläufe gibt. Ich hoffe wirklich, dass man endlich jetzt, aber ich glaube eigentlich nicht dran, das begriffen hat, dass Waffe eigentlich nicht bedeutet gleich Freiheit. Es wird immer wieder passieren, dass irgendwelche Ganoven doch
irgendwelchen kranken Leuten Waffen verkaufen. Das ist ja gut gemeint, dass man das streng kontrollieren will, aber es gibt keine hundertprozentige Sicherheit. Ja, Wild, guten Abend. Ich rufe aus Berlin an. Mich bringt das heute noch sehr, sehr auf. Also ich sage, im Falle von Amerika sollten die Gesetze unbedingt verschärft werden und die Amerikaner sollten zu Zigtausenden auf die Straße gehen und einfach dafür plädieren, dass diese Waffengesetze verschärft werden. Hier Schäger aus Wattkassen. Es wäre besser, der private Haushalt kriegt überhaupt keine scharfe Waffen. Damit könnte man verhindern, dass solche Leute, auf Deutsch gesagt, Dummheiten machen. Hier ist Thorst Schröder aus Bremen. Selbst Waffenverbote können Amokläufe wie in Newtown oder in Erfurt und Winnenden auch in Zukunft nicht verhindern. Es sind schon zu viele Waffen im Umlauf und diese zu kontrollieren, dafür fehlt es an administrativen Kapazitäten. Zudem lassen sich Amokläufer nicht von Verboten und Strafen abschrecken. Meier aus Heilbronn. Hier in Deutschland braucht sie keine strengeren Waffengesetze mehr. Es langt, wenn einer einen Revolver hat oder von mir eine Langfeuerwaffe und er nachweisen kann, dass er in einem Schützenverein oder Jäger oder was ist. Nicht so wie in Amerika, dass sich jeder so ein Ding kaufen kann, einen Personalausweis und 21 ist. Ja, das scheint zurzeit zu reichen, um sich in Amerika eine Waffe zu kaufen. Also, bringt es etwas, diese Waffengesetze zu ändern? Viele hoffen ja, dass gerade durch diese Berichterstattung auch Druck ausgeübt wird auf Politiker und dieser Druck helfen könnte, Waffengesetze zu verändern. Aber viele sind ja offensichtlich skeptisch, zumindest hier in dieser Nacht bei Deutschlandradio 2254, dass es etwas bringen würde, diese Waffengesetze zu ändern. Ja, Waffen, das ist wohl wirklich so. Das haben wir jetzt auch gerade einen Anrufer hier gehört, sagt Waffen, das gilt also, ist gleichbedeutend mit Freiheit. Das scheint für viele Amerikaner tatsächlich so zu sein. Recht auf Waffenbesitz ist ja in der US-Verfassung verbrieft als Bürger. Recht, Freiheit zur Selbstverteidigung scheint ein wichtiger Wert zu sein. Und die interessante Frage, warum finden eigentlich solche Amokläufe so oft in Schulen statt? Das ist ja auch wirklich eine interessante Frage. 00800 2254 2254, unsere Nummer hier bei Deutschlandradio Kultur. Und wir sind bei den Nachtgesprächen am Telefon, reden über diese toten Kinder in Newtown. Dieter Brenner ist jetzt am Telefon. Herr Brenner, guten Morgen an Sie. Guten Morgen, Frau van Weber. Ich möchte mich ganz alleine auf das Thema beschränken. Die Frage haben Sie auch gestellt im Internet. Kommen jetzt strengere Waffengesetze, weil alles andere ist zu traurig und da möchte ich auch gar nicht drauf eingehen. Und ich habe meinen Beitrag etwas satirisch verstanden. Wir haben die Jeans, die Big Macs und Begriffe wie Sale von den Amerikanern übernommen und die erste Reaktion der Waffenlobby, und das hat der letzte Live-Vorredner, dem ich 95% beipflichte, ja auch an einer Stelle erwähnt, die erste Reaktion war ja, dass die Waffenlobby gesagt hat, ja, Moment mal, nicht abrüsten, sondern aufrüsten. Hätte die Pforte da auch eine Waffe gehabt, wäre es vielleicht gar nicht dazu gekommen. Das muss man sich mal ausdenken, wieso übernehmen wir nicht diese Lehre, weil das würde doch bedeuten, der ausgeflippte Hartz-IV-Empfänger, der mit dem Messer in der Hand seiner arge Mitarbeiterin gegenüber stünde, die zückt auf einmal den Revolver, oder der Typ mit der Mütze am Bankschalter, der sagt Hände hoch, Geld raus, der sieht nicht in ein Geldbündel, sondern in den Lauf einer Pistole. Und ich wohne hier gegenüber Aldi und Kaisers, und wenn deren Geld abgeholt wird, bewaffnet. Und wenn ich zur Bank gehe, Geld abhole oder einzahle, ich bin nicht bewaffnet. Und heute hatten Sie in den Nachrichten einen Beitrag über Somalia, dass die Piraten sich zurückhalten, weil auf der anderen Seite aufgerüstet wurde. Also Abschreckung. Hat die Waffenlobby nicht doch recht? Fragezeichen, Ende meines satirischen Beitrags. Wenn es uns nicht gelingt, die Waffenlobby und alle Lobbys in die Schranken zu weisen, dann weiß ich nicht, wer uns reagiert. Ich hatte vor einigen Tagen auch anrufen wollen, was war für Sie im letzten Jahr so das exemplarische, und da habe ich gedacht, wenn ich jetzt hingehen würde und ich würde eine Religionsgemeinschaft gründen, die darauf begründet ist, Kinder zu zerstümmeln, würde man mich in Schutt und Asche reißen. Aber wenn ich die geeignete Lobby hinter mir stehen habe, ob das jetzt jüdische Gemeinschaften sind oder wer immer, dann ist alles möglich. Und jetzt kommen wir zu den Waffen zurück. Solange es uns nicht gelingt, diese
Waffenlobbys in die Schranken zu weisen, können wir nächtelang diskutieren und es passiert nichts. Dieter Brenner, danke Ihnen für Ihren Anruf. Klare Worte, die Waffenlobby, da muss ein Riegel vorgeschoben werden. Die Frage ist, ja, ist das jetzt vielleicht doch wirklich der richtige Zeitpunkt? Obama ist wiedergewählt, kann kein zweites Mal wiedergewählt werden, kann sich jetzt ein bisschen hervorwagen, vielleicht mit etwas, was er ja eigentlich schon mal machen wollte, nämlich diese Gesetze verschärfen, die sehr unbeliebt sind in den USA. Nicht nur bei der National Rifle Association, sondern offensichtlich auch bei vielen Bürgern des Landes. Daniel Penck ist jetzt am Telefon. Herr Penck, schönen guten Morgen an Sie. Na, guten Morgen. Hallo. Aber erst einmal voraus, es ist behauptet worden, es wird immer über alle Massaker berichtet. Das ist schlichtweg falsch. Mhm. Zum Beispiel hat es, als es das Massaker in Beslan gegeben hat, ungefähr zum gleichen Zeitpunkt ein Massaker in Afrika gegeben, mit deutlich mehr Toten. Aber das ist hier in den Medien gar nicht berichtet worden. Der das hier in Deutschland in die Öffentlichkeit gebracht hat, war ein Sänger der Musikgruppe BAP. Und erst dann stand das nur auf ein paar Internetseiten und so weiter. Also stimmt nicht immer. Und nun um zum Thema zurückzukommen. Waffen und Amoklauf. Als der Amoklauf in Littleton war, haben die US-amerikanischen Medien allen Ernstes behauptet, schuldig sind Marilyn Manson und Deutschland. Mhm. Warum? Ja, ganz einfach. Einer der beiden Amokläufer hatte eine Rammstein-CD. Ja, das haben die dann behauptet. Was aber nicht erwähnt worden ist, ist zum Beispiel der Psychopharmaka-Konsum der beiden Herren, die damals in Littleton Amok gelaufen haben. Die haben Ritalin genommen und die haben Prozac genommen, die haben Luvox genommen und die haben Zoloft genommen. Und die sind wunderbar von einer Gang gemobbt worden und sie sind wunderbar verhaltenstherapeutisch behandelt worden. Das sind alles Dinge gewesen, die nicht erwähnt worden sind in den Medien. Das Thema Psychopharmaka. Mhm. Ja, hatten wir auch in aber dieses Mal dieses Mal berichtet worden. Mhm. Wir hatten, als der Bahnhof eröffnet worden ist in Berlin, ja, da ist auf Phoenix berichtet worden, dass auch der Typ auf Teledin war. Mhm. Das sind alles Dinge, die totgeschwiegen werden. Aber in diesem Fall wurde es doch berichtet. Aber in diesem Fall wurde es doch berichtet. In diesem Fall ging es auch darum, ob Medikamente dann, ja, was die eigentlich so bewirken. Also das war ja schon auch Thema. Also ich habe das eben nicht komplett verstanden. Wiederholen Sie es bitte nochmal. Ich sagte, dieses Mal, bei diesem Fall, wurde ja schon auch über Psychopharmaka berichtet, die der junge Mann offensichtlich genommen hat. Und die Frage, was das damit zu tun hat. Ja, das habe ich noch nicht mitbekommen. Aber es ist, Psychopharmaka stehen schon seit langem in der Kritik. Das Problem hatten wir ja zum Beispiel auch schon im Zweiten Weltkrieg. Da sind ÖSV genommen worden, D7 ist genommen worden, andere von D1 und so weiter. Also Kriegsverbrechen ist es berichtet worden auf ZDF History, dass die häufig unter Drogen begangen worden sind im Zweiten Weltkrieg, Pervitin und so weiter. Aber also, meinen Sie denn jetzt, dass das das wichtigere Thema ist als jetzt die Waffengesetze? Ja, eindeutig. Weil die Entscheidung, einen Menschen zu töten, ja, wird im Kopf eines Menschen getroffen. Und nicht einfach, weil man die Waffe besitzt. Ja, natürlich. Mhm. Menschen freuen sich doch nicht, wenn sie andere Leute töten können. Ja, fragen Sie mich nicht. Haben damals zu 6. Armee angezogen. Meinst du, die haben sich gefreut, dass die Menschen töten durften? Natürlich nicht. Das ist doch absurd, sowas zu erzählen. Oder wenn sie mal Polizisten fragen, wenn man Leute, jemanden anschießen musste. Meinst du, der sagt dann, oh ja, toll, das hat mir Spaß gemacht? Nein, natürlich nicht. Nee, Herr Penck, aber das hat ja auch niemand behauptet. Das hat ja auch niemand behauptet, Herr Penck, dass es normale Menschen schön finden. Deswegen fragen sich ja alle, wie kann das kommen? Wie kann jemand dazu kommen, in eine Schule zu gehen und einfach Kinder abzuknallen? Das ist doch das, was sich jetzt im Moment wirklich jeder fragt. Wie kann jemand auf diesen völlig absurden Gedanken kommen? Niemand behauptet doch, dass ein normal tickender Mensch das irgendwie lustig findet. Das ist ja genau die Frage. Ja, in den USA haben eine extrem Mobbing-Problematik, ja, was ja auch mittlerweile breit berichtet wird. Die USA haben auch eine Verherrlichung von Mobbing, wie man zum Beispiel am sogenannten Teasing erkennt. Das heißt, dass sie selbst Freunde untereinander sehr stark behalten. Die USA haben es, dass zum Beispiel in Fernsehserien Mobbing verherrlicht wird, wie selbst in Fernsehserien, die hier in Deutschland gezeigt werden. Das sieht gut in CIS, dass die Leute sich gegenseitig mobben. Mhm, gut, und das könnte Leute vielleicht in eine Art von Aggression treiben, die man sich so
na, nur schwer vorstellen kann. Daniel Penk, ich danke Ihnen herzlich für Ihren Anruf. Siegfried Mögle ist jetzt am Telefon. Herr Mögle, schönen guten Morgen. Ich will mich jetzt nicht wiederholen, was schon gesagt wurde. Mir ist ein anderer Gedanke gekommen. Jeder Täter ist auch Opfer. Ich weiß zufälligerweise, wer die Familie in Winnenden ist. Das ist der Enkel von einem Ex-Kollegen von mir. Mhm. Und eigentlich eine sehr normale Familie. Und die jetzt sehr darunter leidet, das stelle ich mir vor, weil mit welcher Verbissenheit da jetzt in Berufen gegangen wird und nochmal alles aufgerollt wird. Deswegen hatten diese Familie nicht gelitten. Ja, deswegen ist es doch auch beeindruckend, dass dieser wirklich schwerst leidende Vater, also der jetzt diese Rede da gehalten hat zu seiner Tochter Emily, die auch erschossen worden ist, dass der auch gesagt hat, also dass ihm auch die Angehörigen dieser Täterfamilie leid tun, nicht? Weil und was ich eigentlich sagen wollte, ist eigentlich, vielleicht sollten wir alle ein bisschen mehr Demut vor dem menschlichen Leben und achten, einander achten. Und so ein Stück weit Frieden in die Welt zu bringen. Ich komme jetzt gerade aus dem Indienurlaub zurück. Ich habe das im Indienurlaub gar nicht so richtig mitgekriegt, was da passiert war. Habe das erst hier am Flughafen durch die vielen Bildschirme mitgekriegt. Und ich will nicht sagen, dass Indien der Himmel auf Erden ist. Das wäre eine Ausblendung der Wirklichkeit, die nicht stimmt. Aber warum haben wir es verlernt, zu lächeln, wenn es mit Menschen entspricht? Und das ist vielleicht eher ein Weg, dass wir zu solchen Werten zurückfinden. Strengere Gesetze nützen nicht viel, weil wer was Waffen missbrauchen will, der tut es. Ob das Waffengesetz jetzt streng ist oder nicht und wer eine Waffe haben will, der kommt irgendwie dran. Das ist außer Diskussion. Aber einfach ein bisschen mehr Achtung vor dem Leben und Respekt oder? Und Respekt gegenseitig voneinander und vielleicht ist auch ein bisschen über das eigene Gewaltpotenzial ein bisschen mehr nachdenken, was in einem steckt. Mir ist auch einiges jetzt im Leben widerfahren, das mich stinksauer macht. Im ersten Moment habe ich auch mal gedacht, warum bringe ich nicht einfach bestimmte Leute von meinem Arbeitsplatz um? Aber was nützt es denn mir? Jede neue Aggression, das braucht doch Energie. Ich muss doch gucken, dass ich positiv weitermache. Mhm. Und vielleicht sollte man den Obama dahingehend einfach moralisch unterstützen, dass man das einfach, diese Leute, die jetzt um der Waffenlobby, die wirklich jetzt in einem Pranger, zum Beispiel einen Pranger stellt und sagt, warum fordert ihr dieses? Die gleichen Leute haben ja auch gesagt, es ist ein Falschverständnis, dieselben Leute, die so für die Waffen fordern, die sind gegen die Krankenkasse für alle. Ein Mensch darf kläglich verrecken, weil er nicht zum Arzt muss, aber Waffen darf man haben. Warum stellt man solche Sachen nicht irgendwie mal ein bisschen an Pranger und auch solche Leute bei uns, die das jetzt gut heißen? Unser Innenminister will Überwachung der Plätze, damit tut sich nichts. Nee, wir müssen wieder so weit kommen, dass wir zum Beispiel merken, dass jemand in der S-Bahn angepöbelt wird, dass man dann aufsteht und neben den steht, der angepöbelt wird und es dann anquatscht und der Brummpöbel den dann anquatscht und sagt, lass den Unsinn. Mhm. Oder den mit mehreren Leuten aus der S-Bahn schmeißt. Mhm. Also ja, Respekt vor Mitmenschen, Zivilcourage zeigen, Achtung vor dem Leben, einfach so eine grundsätzliche Haltung ändern, dann sind vielleicht die Waffengesetze am Ende nicht so wichtig oder so dringend zu ändern. Bei uns ist ja jede legale Waffe registriert. Und die Polizei kann über das Einwohnerwesen ja auch feststellen, wer eine Waffe hat. Ja. Also bei uns zum Beispiel müssen nicht so viel strenger werden, aber ein bisschen mehr Achtung wirklich voreinander. Ja, er ist angekommen. Also Achtung und Respekt, Siegfried Mögle. Ich danke Ihnen ganz herzlich für den Anruf. Ja. Tschüss. Willis Schulz am Telefon. Guten Morgen, Herr Schulz. Guten Morgen, Frau van Weber, ich grüße Sie. Das ist alles sehr viel, was hier auf dem Planeten so passiert. Man braucht eigentlich nur 2254 hören, dann hört man die verschiedensten Aspekte, dann braucht man die Massensendung gar nicht. Also da bin ich auch nur Teil
Da habe ich Teil wahrgenommen. Ich habe den ersten Anrufer gehört und dann die Dame heißt Hinrichs, glaube ich. Ja, mit der wäre ich gesinnungsmäßig, würde ich total übereinstimmen. Sie sagt, dass die Gesellschaft so krank ist. Ja, und das ist wie ein Druckluftkopf, ob er jetzt Pharmazeutika dabei sind oder ob es einfach angesammelt ist. Ist kein Ventil da und dann explodiert der. Und ob jetzt der Täter, ob der jetzt einfach gestrickt war oder ob der jetzt hochbegabt war und einen totalen Durchblick gehabt hat, es ist ja auch der Aspekt, dass jeder, auch Kriminelle von Herrschenden in Funktion oder die aus dem Volk rekrutieren und sich in den höchsten Stufen und hochkatapultieren. Es ist der Aspekt des Strafens. Wenn ihr mich nicht kriminell sein lässt und mich ausleben, da ist ja auch eine Brutalität und eine gefühlsverkrüppelte Art, dann suche ich mir einen anderen Weg. Und dieses wäre, und ich sehe, die Gesellschaft ist ein Spiegel der Systeme, die hier installiert sind auf dem Planeten. Und in diesem System müssen ja Leute krank werden. Also es müsste Sozialpädagoge für jedes Kind und es müsste flächendeckend sein. Aber die Billionen verschwinden ja in dunklen Kanälen. Wir brauchen ja zweieinhalb Stunden nur arbeiten. Jeder Vater müsste breit gefächert, müsste sein Übergesundheit, Pädagogik, Psychologie, juristische Kenntnisse sich. Das kann man sich alles aus den Medien holen. Und es ist ganz einfach. Wir werden ausgespuckt, sieht aus, als wenn wir vom Himmel fallen und dann verwehen wir wieder wie Rauch. Und dann wird die Bevölkerung, die da einfältig gut, glaube ich, alles erarbeitet hier, wird dann ausgebeutet, malträtiert, suggestiv mit irgendwelchen Legenden und wahnhaften Schrott zugedeckt. Und das ist ja auch gewünscht, dass vielleicht Märchen können wir noch gelten lassen bei Kindern. Aber was sonst hier in den Völkern an Kultur, also wie die sich ausleben. Sie meinen, es braucht mehr Ventile, ja, um so angestaute Aggressionen oder ja überhaupt vielleicht nicht entstehen zu lassen oder was oder abzulassen? Ja, das wäre einer. Was, wenn Pädagogen oder Helfer das sehen, dass man, es gibt ja auch verschiedene Methoden, Druck abzulassen, aber es müsste gar nicht so weit kommen. Und in jede Familie müsste in einem halben Jahr jemand rein. Es gibt ja haufenweise auch arbeitslose Sozialpädagogen und einfühlsam spüren, was hier installiert ist. Und dieses ist ja erwünscht, dieses Milieu. Wie kann man sich bereichern und ausbeuten nur über dieses System. Sonst müsste man ja etwas abgeben, wenn es ehrlich wäre. Also ist ja gewünscht. Und es ist gar keine Streitkultur. Also wenn ich nichts bin und nichts habe und keine Bedeutung, ich für mich oder keine Kultur oder breit gefächert Tröstungen habe in dem kulturellen Bereich und Durchblick, dann brauche ich halt, dann knall ich halt durch die Gegend. Also ich muss ja in der Richtung irgendwie auch vor mir selbst. Also wenn Täter ist, der muss ja auch vor sich selbst bestehen können. Und da ist, das wird halt aufgebaut. Gut, also Sie sagen, da muss einfach präventiv mehr passieren. Da müssen ja Sozialpädagogen flächendeckend, obwohl ich weiß nicht, ob ich jetzt unbedingt jemanden von Anfang an in der Familie hätte haben wollen und jemanden, der vielleicht weiß, wo es lang geht, oder es zumindest hofft zu wissen. Jedenfalls, ich danke Ihnen ganz herzlich für den Anruf erstmal, Willus Schulz. Und jetzt gehen wir nach Hamburg. Vassili Poumalis ist am Telefon. Guten Morgen. Hallo. Ja, hallo. Hier ist Herr Poumalis. Unter Folgendes. Also es sind ja sehr, sehr viele Sachen ja auch richtig auch angeführt worden. Also da spielt auch die Psychologie spielt eine Rolle. Und ja, das sind sehr viele Leute auch labil sind. Und da gibt es sicherlich auch den Nachahmungseffekt. Und es spielt sicherlich auch die Computerspiele sicherlich auch eine Rolle. Bloß, ich glaube, man sollte das Wesentliche nicht außer Acht lassen. Ich meine, man weiß ja, dass in den Vereinigten Staaten von Amerika sind, glaube ich, 270 Millionen Waffen. 300 Millionen war jetzt die Zahl. Das sind ja nur Schätzungen, ja. Ja, genau, Nick. Das würde ja auf Deutschland übertragen, würde das ja heißen, dass ungefähr 80 Millionen Waffen jetzt im Umlauf wären. Also, ist, glaube ich, in Deutschland sind, glaube ich, 30 Millionen. Ist ja auch nicht gerade wenig, sage ich mal.
So, und da erzähle ich ja sicherlich da nichts Neues, nicht, dass eben die Waffenlobby eben in den USA eben sehr, sehr stark ist. Und ich weiß es nicht, ich habe das jetzt heute jetzt im Radio jetzt gehört. Ich weiß nicht, ob das jetzt Ihr Sender jetzt gewesen ist oder Ihr Schwesterfunksender. Was man natürlich auch nicht vergessen darf, dass die Waffenlobby den US-Wahlkampf mit schätzungsweise 200 Millionen US-Dollar unterstützt. Hm. Aber nicht die Demokraten, nehme ich mal an, oder? Ich glaube auch. Mhm. So, und das ist eben eine Sache, sage ich mal, da trauen sich auch die Demokraten auch nicht unbedingt noch, sage ich mal, davon. Naja, deswegen haben ja jetzt viele die Hoffnung, weil Obama ja einfach gar nicht wiedergewählt werden kann, dass er so, da ein bisschen genau. freier ist in seiner... Richtig, ja. Das wäre dann die Hoffnung, nicht? Ja, eigentlich wollte ich eigentlich dazu nicht auch sehr, sehr viel mehr sagen. Gut, aber Sie meinen schon, es ist, weil ja viele gesagt haben, nützt ja gar nichts, wenn man diese Waffengesetze ändert. Da würden Sie aber schon sagen, doch, das nützt sehr wohl was, auch wenn jetzt schon so viele Waffen im Land unterwegs sind, könnte man ja wenigstens gucken, dass nicht noch mehr dazukommen zu den 300 Richtig. Millionen. Richtig, ja. Hm. Ja, auch, ja, dem würde ich zustimmen. Herr Bolimas. Gut, okay. Dann danke ich Ihnen, ja, für Ihren Anruf. Okay, tschüss. Tschüss. Julian Müller-Kahla ist am Telefon. Schönen guten Morgen, hallo. Ja, hallo, guten Morgen. Und zwar würde ich gerne wieder ein bisschen zurück zu dem Thema kommen und sagen, dass ich der Meinung bin, dass man in einer freiheitlichen Gesellschaft dieses Beschreiben ist etwas abstrakt als das Böse nicht verhindern kann, sondern dass das einfach schlichtweg die Kehrseite von der Gesellschaft, die auf Freiheit und auf dem eigenen Willen beruht. Aber dass man vielleicht versuchen sollte, die Rahmenbedingungen insoweit zu verändern, dass eben dass diese Krankheit, dass dieser Hass, den manche Menschen hegen, einfach nicht zum Ausdruck kommen kann. Mhm. Und wenn wir ja jetzt über diese Zahlen diskutieren von 300 Millionen Waffen, dann ist es eine Zahl oder sind die Rahmenbedingungen so, dass es eben sehr leicht ist, mit diesen Hass zu vollziehen und eben in Schulen zu gehen oder wirklich die Gesellschaftsmitglieder zu zerstören, die am wenigsten sich wehren können. Und es ist ja jetzt bekannt geworden, es war am Anfang noch nicht sicher, aber dass der Täter ja auch eine halbautomatische Schusswaffe benutzt hat. Und ich frage mich einfach, ich bin der Überzeugung, dass man in Amerika den Amerikanern es nicht verbieten kann, normale Schusswaffen zu tragen, weil dazu sind sie ein viel zu freiheitliebendes Land oder ist die Rolle des Staates, wird ja auch einfach anders gesehen. Aber wozu in Gottes Namen braucht ein Mensch ein Maschinengewehr zu Hause und kann das legal erwerben? Das war ja auch ein interessanter Hinweis von irgendeinem der Demokraten, die heute gesprochen haben, die gesagt haben, naja, man würde jetzt den Bürgern noch keine Atomwaffe zugestehen oder ein Panzer oder ähnliches. Also man könnte einfach die Grenze verschieben. Man kann vielleicht nicht verbieten, genau wie Sie jetzt sagen, jedem seine Pistole zuzugestehen, aber man könnte die Grenze verschieben, dass eben genau dieses Beispiel gab es in der amerikanischen Politik ja schon. Unter Bill Clinton war 10 Jahre lang, das hat man in Amerika ja oft, dass Gesetze auf Zeit befristet sind, war 10 Jahre lang ein Verbot, automatische Waffen zu kaufen. Das ist dann unter Bush, weil die Republikaner natürlich da wenig Interesse haben, diese Gesetze zu verlängern, ausgelaufen und ist seit 2005, glaube ich, wieder erlaubt. Und diese Aufrüstung, was immer von der Waffenlobby angeführt wird, dass das Recht auf Selbstverteidigung, wenn die Lehrer eine Schusswaffe gehabt hat, dann wäre es vielleicht dazu gekommen, dass der Täter gestoppt werden könnte. Eine Aufrüstung beider Seiten dient immer nur der Industrie und füllt die Kassen derer, die Waffen verkaufen. Aber zu einer langfristigen Befriedung führt es nie. Das sieht man sowohl bei Staatenkonflikten wie auch bei ganz normalen Konflikten innerhalb der Gesellschaft. Es mag zwar sein, dass es kurzfristig für Sicherheit sorgt, aber langfristig verdient daran nur die Industrie. Und es ist natürlich dann auch klar, warum die so argumentiert. Mhm. Herr Müller-Kahla, ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihren Anruf. Dankeschön. Tschüss. Ciao. Also vielleicht wenigstens ein pragmatischer Vorschlag zu sagen, man muss ja nicht jede Waffe in die Hand bekommen. Wofür braucht jemand ein Maschinengewehr tatsächlich? Wofür? Klaus Schmidt noch am Telefon. Herr Schmidt, guten Morgen. Ja, guten Morgen. Hallo. Freiheitliche Gesellschaft, das würde ich gerne als Stichpunkt nehmen. Wenn wir in einer freiheitlichen Gesellschaft leben würden,
dann würde, glaube ich, dass diese Attentate sozusagen würden da gar nicht vorkommen. Wir leben aber in einer selektiven Freiheit. Das heißt also, diese Konkurrenz, die auch in den Schulen übers Notensystem eben jetzt Einzug gehalten hat, seit mehreren Jahrzehnten, geführt dazu, dass wenige eben jetzt mit Gutnoten bewertet werden und viele werden desintegriert, finden keinen Arbeitsplatz mehr, haben also nicht die Freiheit, sich zu integrieren in diesen Staat. Und das hat die Konsequenz, dass eben jetzt da Gewalt entsteht. Entweder Gewalt gegen die eigene Person, dass die Menschen depressiv werden, oder Gewalt gegen andere Personen. Und diese Form von Konkurrenz, was ein Prinzip geworden ist bei uns, nicht nur eben jetzt in den Schulen, sondern auch in der Arbeitswelt, auch eben zwischen den Staaten und den Unternehmen, das ist eben ein Paradigma geworden. Und wir brauchen dringend jetzt einen Paradigmenwechsel. Aber wenn Sie jetzt gerade speziell mal die Schulen ansprechen, denn das hat vorhin eine Hörerin auf dem Anrufbeantworter gefragt. Und ich finde das auch eine interessante Frage, warum denn diese Amokläufe sich so oft auf Schulen gerade konzentrieren. Das wäre Ihre Antwort. Ja, das ist meine Antwort. Die Noten, die müssten verschwinden aus den Schulen und gewechselt werden durch eine individuelle Rückmeldung der Lehrer gegenüber den Schülern, dass das Individuum wieder im Mittelpunkt steht, und zwar mit dem Ziel der Integration. Weniger auswendig lernen, weniger rezipieren und vielmehr eben jetzt Empathie lernen, miteinander spielen lernen, Theater spielen. Das war in den 70er Jahren eben jetzt ein großes Thema gewesen in den Schulen, wurde dann eben jetzt wieder reduziert und zugunsten eben jetzt von dem Auswendiglernen, dem Pauken eben jetzt wieder reduziert. Diese, Isolation von vielen Menschen und Desintegration von vielen Menschen, das Rauswerfen der Schüler, führt eben jetzt dazu, dass da Chaos entsteht in den Menschen, dass da Ängste entstehen in den Jugendlichen. Ich sehe das ja. Und das wird ja eben jetzt noch gefüttert, indem eben jetzt da Computerspiele, die meines Erachtens bestialisch sind, wo die Jugendlichen dann eben Freude am Töten gewinnen, indem sie möglichst schnell viele töten und möglichst so, dass sie nicht mehr aufstehen. Und das ist meines Erachtens eben jetzt ein Chaos, das man eben jetzt verhindern kann, indem wir uns zu einem Paradigmenwechsel bekennen, weg vom Konkurrenzsystem und hin eben jetzt zu einem Solidarsystem, das sich dann in allen Ebenen dann widerspiegelt. Dieses Konkurrenzsystem, was einfach in der Schule anfängt, weil über Noten kann man ja wunderbar Druck und Macht auch ausüben, nicht? Und selektieren, auseinanderdividieren die Leute, die Kinder. Ja, und die Lehrer sind da in einer schlimmen Situation, die keinen Ausweg hat. Wenn sie Schüler eben jetzt gerecht beurteilen wollen, dann müssen sie eben jetzt sozusagen das Beziehungsgeflecht ganz außer Acht lassen. Aber eben gerade die Liebe, die Beziehungsebene ist es ja, was in der Pädagogik eine ganz wichtige Funktion hat. Die Lehrer sind da in einer schlimmen Situation drin. Und die Schüler genauso. Und die Schüler auch, genau. Und dies war auch ein ehemaliger Schüler, der da diesen Amoklauf gestartet hat. Klaus Schmidt, dann danke ich Ihnen auch. Ich bedanke mich. Ja, für diesen Anruf, den letzten in dieser Nacht zum Thema tote Kinder in Newtown. Kommen jetzt strengere Waffengesetze, nachdem so lange darüber geredet worden ist? Vielleicht bewegt sich da jetzt wirklich was in den USA. Auch wenn die Frage bleibt, was nützen strengere Waffengesetze? Und sicher ist damit nicht jeder Amoklauf vereitelt, aber vielleicht dann doch die Ausführung zumindest etwas erschwert. Ich danke Ihnen allen ganz herzlich für Ihre Anrufe. Mein Name ist Monika van Weber und ja, ich wünsche Ihnen jetzt trotzdem noch eine schöne Nacht.
Deutschlandradio Kultur. Überall in Deutschland. In Völklingen auf 88,6.